Hallo und herzlich willkommen zu mindestens eine Stunde mit heute mit Star Wars Republic Commando aus dem Jahre 2005. Ich spiele die Classic Xbox Variante auf der Xbox One. Hab's damals auch schon durchgespielt. Hab's auch gut in Erinnerung und bin mal gespannt, ob's mich auch heutzutage noch bei der Stange und bei Laune hält. Und ich würde sagen, bevor ich starte, möchte ich noch mal kurz erwähnen, wenn euch das Ganze gefällt, folgt mir sehr gerne hier auf Twitch oder auch mit gleichen Namen auf Twitter. Und hört auch gerne unseren Podcast, der sich da nennt Geek Hard, zu finden auf iTunes Podcast, auf unserer Internetseite geekhard.de oder natürlich auch auf Spotify. Und in diesem Sinne, auf geht's. Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Sie sind ein Kommando, eine Eliteeinheit, etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen, ihre Rüstung und vor allem ihre Brüder. Die Aiwa unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta-Leader. Delta 4.0. Ihr Fundament? Ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6.2. Herz und Seele Ihres Teams. Und 0.7. Der erbittertste Jäger ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von ihnen erwarten, dass sie sie verteidigen und wenn nötig ihr Leben geben. Sergeant, schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! Alles startbereit! Neues Kampfschiff! Okay, Gruppe B, Bewegung! Los geht's! Die Geschütze nach Achtern! Munition laden! Los, los, los! Sir, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir! Willkommen auf Geonosis. Freut mich, dass Sie sich inzwischen von den Simulatoren abgenabelt haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen. Bis
wir alle tot sind. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie San Fek und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Commander. Mal kurz eingeworfen, ich finde ja die Präsentation für ein 15 Jahre altes Spiel und auch ja, ich als Star Wars Fan muss sagen, echt gut gelungen. Man hat natürlich noch pixelige Bitmaps und so weiter, aber das Ganze ist echt schön anzusehen, finde ich. Ja, wollen wir mal gucken, wie es sich jetzt noch spielt. Wir sind über dem Zielgebiet, seilen Sie sich ab! Achtung! Ich werde Sie nach Bedarf mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HUDs als holographische Projektionen. Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Hier sind Ihre Befehle. Ihr Primärziel ist der geonosianische Anführer San Fek. Delta Leader, San Fek darf auf keinen Fall entkommen. Delta Leader, geht es Ihnen gut? Sie wurden getroffen. Ihre Vitaldaten sehen nicht gut aus. Heilen Sie sich mit dem Bagda, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Nähe ist eine Krankenstation. Leader, Ihre Vitaldaten stehen bei 100%. Sie können weitermachen. Sie sind im Schützengraben. Rückzug zum Gamma-Sektor. Rückzug! Neue Ziele wurden geladen. Gehen Sie zum abgestürzten Kampfschiff. Einsatzzielanzeige wird aktualisiert. Die Einsatzzielanzeige zeigt in Richtung Ihres nächsten Ziels. Die Einsatzzielanzeige zeigt Ihr nächstes Ziel oder den nächsten Ort an. Die Entfernung zu Ihrem Ziel wird im Inneren des Rings angezeigt. Wenn Ihr Ziel in Sichtweite liegt, zeigen 4 Pfeile den genauen Ort an. So, so. 3-8, sichern Sie das Gebiet vor dem abgestürzten Kampfschiff. Typische klassische Sounds die ganze Zeit. Es sind zu viele! Gute Arbeit, 3-8. Einen Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Falls ein Reitfall gegeben. Hey, Teil 5, schau mal, Kommandos! Wenn die wirklich so gut sind, wie es heißt, gewinnen sie den Krieg quasi im Alleingang. Sir, sie begeben sich in feindliches Gebiet, da wimmelt es von Droiden und Bugs. Wir errichten Barrikaden als provisorische Verteidigungslinien. Droiden nähern sich ihrem Standort. Der Feind hat unsere Linien durchbrochen. Und was war denn das? Sie nähern sich einer Geschützstellung, die Ihnen Ärger machen könnte. Nehmen Sie die Thermalgranaten von der Munitionspalette und zerstören Sie die Geschützstellung. Beeindruckend, Dreier.
Ihrer Nähe. Sie müssen ihn bald erreichen. Naja, Tutorial sagt. Fress Plasma, ihr dreckigen Droiden! Sie sind direkt hinter den Sonatenschützen. Scorch, zerstören Sie den Bunker für mich. Gut, ich kann es kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. Brauchen Deckung. Vorsicht, Team! Bringen Sie uns einfach rein, ohne das ganze Team in die Luft zu jagen. Der Sprengsatz ist scharf. Sie sind dran, Boss. Warte, die haben hier schwere Geschütze. Kampfschiff Haken ist unterwegs. Umstrukturierung initialisieren. Platziere Sprengsatz. Der Sprengsatz ist scharf. Sie sind dran, Boss. Achtung, Granate. Haben Sie genug genommen? Ich klinke mich in Ihr HUD ein, Sir. Schon sehr cool gemacht mit den Befehlen, die man geben kann und so. Erinnert mich das stark an Rainbow Six, an die ersten, also nicht an das aktuelle, das ist ja nur PvP, aber an die alten für die Xbox, die waren auch immer sehr cool. Sicherheitsschild deaktiviert, wir sind drin. Sehr cool mit dem Scheibenwischer. Spritzt sie dann Blut auf die Linse. Und dann kommt da so ein Scheibenwischer an. Sehr cool. Los! Sie nähern sich einer Sicherheitstür, die zum Hangar führt. Die Aktivität im Hangar weist darauf hin, dass ihre Anwesenheit noch nicht bemerkt wurde. Ich schlage vor, sie hacken sich in das Türsystem und öffnen unauffällig die Tür. Der hat gesessen. Los!
Team, wir kriegen Besuch. Wir haben ein paar geonosianische Jäger im Hangar gefunden. Zerstören Sie sie, damit sie nicht gegen uns eingesetzt werden können. Ziel an Einsatz, Zielanzeige übertragen. Einige Kollegen in Sichtweite. Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Gut, machen Sie scharf. Brauchen Deckung. Mache Sprengsätze scharf. Sprengsätze scharf da. In Deckung. Langsam wird es dunkel. Delta-Team, schalten Sie auf Visor-Modus um. Ja, ja. Hab ich doch schon rausgefunden. Aktiviere Nachtsicht. Ich muss mal kurz in eine Option, weil zum Ducken muss ich den Knopf gedrückt halten. Das nervt mich ein bisschen. Kontrolleroption. Okay. Schade, scheint nicht zu klappen. Fuck, nähern sich! Schalten Sie den Visor ab, Delta. Hier drin ist es sehr hell. Gut, räumen Sie jetzt mit einer Sprengladung den Weg frei. Ich erwarte eine zündende Lösung, Delta. Gib mir Feuerschutz. Rot, rot, grün, rot, grün, rot. Gut gekämpft, Sir. Sprengung abbrechen. Das macht keinen Spaß mehr, Sir. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Deltas. Platziere Sprengsatz. Sprengsatz ist scharf. Achtung, Granate. Delta Leader, Sie haben die Verantwortung für Ihr Team. Ihre Missionsziele erreichen Sie nur, wenn Sie die richtigen Befehle erteilen. Feind exterminiert. Wir konnten eine Nachricht aus Sunfax Kontrollraum abfangen. Er befindet sich eine Ebene unter Ihrem aktuellen Standort. Die Geonosianer haben Ihre Anwesenheit bemerkt und die höchste Alarmstufe ausgerufen. Sie werden auf Widerstand stoßen. Angreifer eliminiert. Einer weniger, Kommando. Die Öffnung am Ende dieses Gangs liegt direkt über Sunfix Kontrollraum. Sie können sich von der Kante abseilen. Roger. Wir müssen... Delta Leader, Einheit 07 ist jetzt in Ihrer Nähe und bleibt weiter in Deckung. Seien Sie vorsichtig. 07, verbinde mich mit Ihrem HUD, Sir. Ah, da haben wir unseren Scharfschützen. Sehr schön. DC-17M. Freundest du dich mit den Einheimischen an, 7? Das war lustig. Wo ist Sunfack? Im nächsten Raum, Boss. Keine Sorge, ich habe den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. Magda 4-0, Defensivvektor. Wir haben alle... Aber der braucht erstmal Energie. Hier, du.
du dahin? Irgendwie will er nicht. Ich glaube, der sitzt wohl ganz gut. Lass uns alle Teammitglieder auf ein einziges Ziel feuern, um seine Panzerung zu durchbrechen. Angriffsformation einnehmen. Weg-Einheit zerstört. Ziel eliminieren. Halten Sie sich ran, Dreier. Ich empfange einen Energietransfer zu Sunfix Jäger. Roger. Eskadet! Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Ziel eliminieren. Bringt zwei Mutter an. Brauchen Medikamente! Sprengsatz für Bresche platziert. Gesichert! Granate! Droiden! Da ist er! Außerhalb des Schilds! Delta Leader, weisen Sie 07 meine Scharfschützenposition zu. Er soll Sunfix ins Visier nehmen. Ah ja, okay. Machen wir's. Sunfix versucht zu fliehen! Schalten Sie sich von dort aus, Delta Leader. Sunfix darf auf keinen Fall entkommen! Geh in Deckung! Sunfix Jäger läuft schon warm. Delta, was treiben Sie da eigentlich? Zeit zum Jubeln, Deltas. Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außer Gefecht. Sie sollten eine Droidenfabrik in diesem Sektor ausschalten. Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut. Begeben Sie sich zum Aufzug. Ja. Gefällt mir nach wie vor. Echt. Laut Geheimdienst gibt es da unten ein paar Fabriken, aber unsere großen Sturmtruppen kommen da nicht rein. Ausgehend von der Wärmesignatur dieses Turms muss darunter eine Fabrik sein. Die Neutralisierung einer der Fabriken könnte uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Unsere Scanner können die Fabrik nicht exakt orten. In der Nähe ihrer Position muss ein Störsender sein. Zuerst muss der Störsender deaktiviert werden. Anschließend bringe ich sie zu ihrem Primärziel. Die Kommunikation. Gestört. Sind da drin auf sich gestellt bis... deaktiviert haben. Das Signal ist gestört, Sir. Schade, es wurde knapp. Kämpfer! Gebietsbefriedung abgeschlossen. Der ist erledigt. Ich glaube, wir haben ihn. Scharfschützenmodus. Extrem präzise, extrem tödlich. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Ich fange jetzt an. Aktiviere Detonator. Gesichert. Aufpassen. Gute Arbeit, 2-8. Wir sind drin, Delta. Dieser Geruch, Sie ernten Finderharz. In der Rohform hochexplosiv. Los!
Unter uns sind Maschinen. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Das heißt, wir müssen noch ein paar Bugs töten, was? Sieh mal einer an. Mehrere Ziele auf der Brücke. Leader, das ist ja eine gute Position für einen Scharfschützen. Schön was los. Genehmigen Sie sich etwas weiter. Du bist tot. Ich bin wieder okay. Mir gefällt's hier gar nicht. Was sind das für Dinger? Sehen aus wie Eier. Das scheint eine Art zionosianische Brutkammer zu sein, Gentlemen. Unglaublich, das sind Eier. Machen wir einen weiten Bogen um sie. Sicher ist sicher. Und ich dachte, schlimmer kann's nicht mehr werden. Allzeit bereit. Vorsicht vor den Speeren! Das können wir wieder mal machen. Verdammt, Druiden! Positionieren Sie den Störsender. Er ist abgeschirmt. Gott, der Position für den Schild muss hier irgendwo sein. Meine Systeme. Okay, alles klar. Das ist eine Computerkonsole. Ich muss den Schild des Störsenders deaktivieren. Präzisionsschuss einleiten, Delta. Deaktiviert. Sprengen wir den Störsender. Wir kümmern uns gleich darum. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Mit den Feinden. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Position ändern, Delta. Bringen Sie einen Sprengsatz am Störsender an. Scott, machen Sie scharf. Zurück, Deltas. Das ist ein hübsches Feuerwerk.
Gute Arbeit, Boss. Bagdad-Prozedur einleiten, Data. So, mal eben alle heilen hier. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Data. Jungs. Nicht, dass wir verrecken. Vergessen Sie das Bagdad. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad, Data. Am Ende dieses Schachts ist ein Sims. Von dem Sims aus können Sie sich in die Ebene darunter abseilen. Wir müssen weiter runter. Wir sind genau hinter Ihnen, Teamleader. Aufpassen, ich habe vermehrte Feindaktivitäten auf den Sensoren. Auf der anderen Seite des Turms führen Lüftungsschächte in die Fabrik. Na klar. Meines Wissens kommen Sie über den Turm nicht in die Fabrik. Ich denke, Sie müssen sich etwas einfallen lassen. Klasse, Schuster! Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Mit dem allergrößten Vergnügen. Achtung! Blockiert das neue Ziel! Deckung! Brauchen wir die Kamente! Was zum Teufel war das? Geonosianische Militäreinheiten. Vorsicht vor ihren Lasern. Wo gefällt mir besser? Gegner am Boden. Durchhalten, Deltas. Diese sind Geonosianer. Geschütz am Ende der Brücke. Und schon haben wir eine Brücke. Das war unterwürdig. Gib mir Feuerschutz. Fast. Klappt doch gut bisher. Zurück, Deltas. Durchhalten, Deltas. Was wollen wir mehr?
Kommandos, die Fabrik ist gegenüber ihrer aktuellen Position, Deltas. Sie, Bacta, jetzt. Na, erstmal wieder die Kumpels heilen. Ding ist nicht mehr so geil. Bagdad-Prozedur einleiten, Delta. Einer noch. Bin unterwegs, Team Leader. Oh, dann haben wir schon eine halbe Stunde um. Perfekt. Schön kurze Ladezeit. Ist ja wie mit einer SSD. Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas. Platzierung Sprengsatz. Brauche Deckung, Team. Mal rot-rot-grün oder rot-grün-rot? Der soll der Sprengstoffexperte sein. Bombe ins Zaster. Deckung, Deltas. Ah! Ein guter Club. Sehr cool. Diese Tür führt zum Kontrollraum der Fabrik. Jetzt bin ich mal. Ach, man kann sich sogar entscheiden, ob man sie sprengt oder hackt. Na gut zu wissen. Das ist die erste Stromleitung. Wir müssen weiter runter. Deswegen machen wir es von hier.
Das ist die zweite Stromleitung. Ziel eliminiert. Raumdeckung. Das braucht eine Zeit. Die Achter sind schwarze getroffen. Bestätigt. Oh, wie sind die da hingekommen? Ach, da. Roger, Roger. Deckung, Deltas. Mir geht's nicht gut. Jetzt ist besser. Heilen Sie sich, heil, Delta. Heil. Vergessen Sie das Bacta. Was ist los, Dreier? Entschuldigen Sie sich, Sir. Sie, Bacta, jetzt. Ja, Sir. Vielen Dank, Sir. 07 lädt nach. Hopp, hopp. Hoppidi, hoppidi, hopp. Von dort aus, Delta. Konzentriere mich auf Ziel. Detonator ist scharf! 07 ist einsatzbereit. Junge. Hacken Sie endlich das Terminal-Kommando. An Berater. Wir müssen hier raus. Schnell. Wo sind Sie gerade? Schön, dass ihr vorbeischaut.
Deltas, da ist ein großes Flugabwehrgeschütz voraus. Näher kriege ich sie nicht an das Ziel. Viel Glück! Deltas, ein paar Klicks entfernt liegt ein deaktiviertes Druidenkernschiff. Dringen Sie in das Schiff ein und besorgen Sie uns die Startcodes. Mit den Codes können wir die Evakuierung der Separatistenflotte stoppen. Bahnen Sie sich einen Weg durch die Schlucht und verschaffen Sie sich Zugang zum Schiff. Gibt es Informationen über feindliche Truppen in diesem Gebiet? Nein. Das Kernschiff ist mit einem großen Flugabwehrgeschütz gesichert. Erste Scans deuten auf zahlreiche Truppen. Sie sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Da vorn führt ein schmaler Weg direkt zur nächsten Schlucht. Also, los geht's, Delta. Viel Glück, Delta. Und kommen Sie nicht ohne die Startcode zurück. Weiter auf der Beine. Ich denke, wir müssen uns durch das Geröll sprengen, Sir. Ich erwarte eine zündende Lösung, Delta. Wir holen bereits den Sprengsatz vor. Absolut mit hier wimmert es von Bugs. Die Organe exterminiert. Das war leicht. Sprengsatz ist scharf. Deckung, Deltas. Los! Nehmen Sie in Position, Delta. Da! Kommandos! Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Sir! Durchhalten, Soldat! Delta-Team, ab mit Ihnen! Du kaltblütiger! Was soll die Verschwendung? Armes Schwein! Versuchen wir es mit dem Geschütz da drüben. So viel zum Thema Bruchlandung. Von hier kriegen wir sie. Mehr als du, Klugscheißer. Halte die Frequenz frei, ihr zwei. Ganz ruhig, Fixer. Wir machen doch nur Spaß. Abstauber. Wir geben einfach nicht auf. Gut. Mehr Bugs, mehr Abschüsse. Das war leicht. Ach, Mann. Von hier haben wir freies Schussfeld. Nehme Position ein. In Position. Sehr cool. Sterblichkeitsgriff. Ach komm schon. Danke. Manöver abbrechen, Delta. Genau wie im Simulator. Bleib dir. Sauberer Treffer, Delta 3. Position. Wir müssen uns durch das Wrack sprengen, Sir. Ich erwarte eine zündende Lösung, Deltas. Bin unterwegs. Delta-Team bei 100%. Ja, wo bleibt er? Wo bleiben Sie denn? Tauchen wir gleich wieder auf. Sprengsatz ist scharf. Deckung, Deltas. Für uns sind die Kerne noch hässlicher.
Geräusch. Bin in Position. Seile bereithalten, Deltas. Los geht's. Sag mir einfach, wo die Feinde sind und geht mir aus dem Weg. Schluss mit dem Gequatsche, Sieben. Los, los. Vorsicht, feindliches Schiff. Keine Sorge, die suchen nicht nach uns. Zeus in Sichtweite. Einer weniger, Boss. Einer weniger. Ach Mann. Letzter Spielstand. Ja. Geh in Deckung. Das ist natürlich doof. Keine Sorge, die suchen nicht nach uns. Dahin. Und wir haben ihn und Delta. Den hat erwischt. Und dieser Strahl wird sie muss sofort sterben. Genau so. Manchmal habe ich das Glück gepackt. Ein Delta. Kampfdruiden. Sie eliminiert.
Prozedur einleiten. Bin unterwegs, warte auf weitere Befehle. Kontrollpunkt, würde ich sagen, machen wir noch. Deaktivierung initialisieren. Wir wollen es hochjagen. Und dann fassen wir nochmal zusammen. Droide geortet.
sagt er, ist versehentlich. Hast du die Animation jetzt gerade von ihm? Ja, hochgeladen. Und dann ist, wieder alles gut. Echt klasse. Er zappelt noch. Der verträgt wohl auch was. Das ist die Schwachstelle. Okay, jagen wir was in die Luft. Angreifer eliminiert. Rauch in der Kopf. Ziel eliminiert. Zurück, Delta. Gute Arbeit, Delta. Hat tadellos geklappt. Geschütz deaktiviert. Gute Arbeit, Dreier. Suchen Sie jetzt einen Ausgang und drücken Sie zum Kernschiff vor. Die Kampfdroiden wollen noch mehr Theonosianer reinlassen. Ziel eliminieren. Du bist tot. Ihr wisst, was zu tun ist, Deltas. Sperren wir sie aus. Hätte ich auch nicht besser gekonnt, Sir. So, ich würde mal sagen, dass die Stunde ist um. Mein Resümee ist, das Ding ist auf jeden Fall noch spielbar. Und ja, man hat jetzt in der Stunde gesehen, wie es da abläuft. Man gibt ihre, den Kameraden Befehle. Die räumen dann halt auch mit man kann ihnen auch Positionen zufügen und die schießen dann alle selbstständig. Und das Ganze ist natürlich prädestiniert für einen Co-op-Multiplayer und ich bin mir gerade noch nicht mal sicher, ob es das Ding überhaupt da drin gibt. Und das möchte ich nochmal eben gucken. Machen wir eben hier Spiel speichern. Okay. Neu. Alles klar. Vorgang. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal spielen werde, aber vielleicht irgendwann nochmal. Im Koop, aber Mehrspieler. Ja, es gibt wirklich noch einen Mehrspieler. Ob das jetzt die Kampagne im Koop spielbar ist oder nur ein Multiplayer-Modus, bin ich mir gerade echt nicht sicher. Aber gut, werde ich vielleicht nochmal testen. Das war's von Star Wars Republic Commando aus dem Jahr 2005. Von mir, Tim W. aus B. Folgt mir gerne auf Twitch oder auch auf Twitter unter Tim W. aus B. Oder hört unseren Podcast, der sich dann nennt Geekhard, zu finden auf iTunes Podcast oder auf unserer Internetseite geekhard.de oder auf Spotify. Einfach unter Geekhard suchen. Und viel Spaß beim Hören und ja, noch einen schönen Abend. Also rein.